Ja, hallo lieben, Christian Schmeier, hier Paartherapeut, Psychologe. Bei der Arbeit findest du auf liebeschip.de. Ja, und wir gucken uns mal die dritte Folge vom diesjährigen Sommerhaus der Stars an und es ist einfach eine fucking Katastrophe. Also es ist wirklich, musst du sich wirklich begrenzen, was man da rausnimmt. Und ja, wir haben heute so einen Battle zwischen toxischer Weiblichkeit und toxischer Männlichkeit und man weiß einfach nicht, was schlimmer ist. Also ist sicherlich alles nicht intentional und sowas da passiert, aber es ist einfach so krass, das ist ja immer das Schöne am Sommerhaus und auch ein bisschen shocking, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, wir erinnern uns, dass die beiden YouTuber da rausgewählt worden sind, Lisa und ihr Freund, und ja, das auch nicht besonders schön war. Die haben so richtig, ich weiß immer noch nicht warum, nur weil sie ein bisschen frech waren, richtig einen reingedrückt gekriegt da von den anderen, blöde Sprüche, aggressive Sachen sich anhören müssen, irgendwie wieder dieses Baslern sich da anhören mussten, dieses Mansplaining, furchtbar, wirklich, sind natürlich abgefressen und gehen dann raus und ja, schauen wir uns mal an. Das rennt der anderen in die Nähe, komm mal. Das rennt der anderen in die Nähe da. Ja, logisch. Guten Morgen. Kein Anstand. Kann man nicht guten Morgen sagen, wenn man hier vorbeiläuft? Geht das nicht? Was jetzt ist? Wahnsinn. Ja, also gehen einfach raus. Haben natürlich, ja, ich hätte auch nicht immer Bock, guten Morgen zu sagen, guten Abend und ich weiß nicht was. Und wieder sitzt der Mario da wie so ein Opi auf der Parkbank und die jungen Leute sind nicht mal guten Tag sagen und ich finde es wirklich ganz schlimm und wie dann die anderen da so daneben sitzen und kriechen ihm auch so in den Arsch und ich hätte auch keinen Bock auf guten Morgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die konnten uns da nicht mal mehr guten Morgen wünschen, haben uns total ignoriert und wir sind auch dann perplex da gehockt und haben gesagt, was sind die jetzt so abgefuckt? Das ist einfach, ja, was soll ich sagen, Baby. Ja, und wie kann man da perplex sein, dass sie genervt sind? Weißt du, der hacken da wirklich, 6, 7 Leute hacken auf denen rum. Ich weiß, sind so perplex. Ich bin total perplex. Wie können die denn jetzt sauer sein? Das sind ja komische Leute. Ganz schlimm. Ja, aber es kommt noch schlimmer. Es haben die natürlich, der Marcel und die Lisa natürlich das Schlimmste getan, was man dem Mario antun kann. Sie haben ihn ignoriert, ne? Jetzt kriegen sie natürlich den nächsten Einlauf. Du bist nicht der Größte und der Beste. Es gibt immer besser. Ja, das ist Show, Mario. Das ist Show. Ich bin 53, könnte dein Vater sein. Heute Morgen lauft ihr vorbei, sagt mir immer guten Morgen. So, also jetzt kann er immer noch nicht aufhören. Er kann immer noch nicht aufhören. Also mich würde das so fucking aggressiv machen. Und mal ganz ehrlich, er ist der Beste. Wer hat denn 2 Millionen Follower? Mario Basler nicht. Also er ist der Beste da im Sommerhaus. Und das kann er einfach nicht ab. Er kann einfach nicht ab, dass das der Junge ist, der Erfolgreiche ist. Das vielleicht kann er auch nicht ab, dass, weiß ich nicht, weiß ich nicht, noch ein Leben vor sich hat. Oder ich weiß es nicht, was ihn da so triggert, aber irgendwas triggert ihn ja furchtbar. Aber das kann, also meiner Ansicht nach, kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwas mit Marcel zu tun hat, weil was hat er denn schon groß gemacht, ey, mein Gott. Und mir kommt das so vor, dass so gnadenlos auf den Jungen rumgehackt wird. Und er sagt das ja später auch, immer diese alten Männer, die auf mir rumhacken. Ja, aber ich kann nur sagen, bleib wie du bist, ey. Also das, ich weiß auch nicht, also ich finde es echt peinlich, wie der Mario das da macht, da muss ich echt sagen. Peinlich für uns Männer. Du glaubst ja nicht, dass wenn er das anschaut, dass er dann nicht sich reflektiert und sagt, du war scheiße. Vielleicht. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht nehmen sie ja was mit. Aber du kennst ja auch ein bockiges Kind. Was macht es? Ja, jetzt ist natürlich immer noch nicht Schluss. Jetzt muss natürlich der Patrick, den habe ich ja auch, also das, wie der da immer sich da einschleimt, der muss natürlich auch noch, anstatt dass er mal sagt, ey, hey, wie benehmen wir uns hier eigentlich irgendwie, kriegt er denn immer noch so ein bisschen rein irgendwie und wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt bewusst ist oder nicht, ist ja auch egal. Aber boah, das ist wirklich richtig cringe beim Gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt kommen wir mal zur Kader-Lot-Show. Schauen wir mal rein. Komme ich hier lebendig raus? Falle ich da oben nicht runter? Mache ich mir in die Hosen? Voll peinlich. Warst du bei der Armee? Was hast du denn da gemacht? Pferde gepflückt?
Ja, also ich kann das total verstehen, wenn, ich meine, das ist, er benimmt sich da jetzt nicht so in seiner Polarität, sage ich mal, ne? Jammert rum und ist ja einmalig auch überhaupt nicht schlimm und alles, aber wahrscheinlich kennt sie das und das gefällt einer Frau nicht. Aber Gott, wenn es ihr nicht gefällt, es gibt ihr trotzdem keinen Grund, ja, so auf ihm rumzuhacken irgendwie, ne? Ich meine, er ist auch, weiß ich nicht, halt ein anderer Typ Mann. Vielleicht wünscht er sich einen anderen Mann, dann muss ich einen anderen suchen. Aber ständig auf seinem Mann rumzuhacken, weil er nicht so performt, wie einem das gefällt, das ist halt auch absolut nicht in Ordnung. Und wie gesagt, man könnte es, wie gesagt, ich habe versucht, durchaus Verständnis für zu haben, weil die sind beide einfach überhaupt nicht in Polarität, sie auch überhaupt nicht in ihrer, aber das hängt ja immer zusammen und bei manchen Paaren passt es auch, wenn die Polarität umgekehrt ist, aber bei denen passt es offensichtlich nicht. Aber das also hätte jetzt wirklich viele Stunden damit vollbringen können, weil es in einer Tour hackt sie jetzt auf ihm rum. Grobe Dreck runterkommt, ich besprühe den Wagen erstmal mit Feuchtigkeit. Easy, du musst mir mehr Wasser geben, mehr Wasser. Gib mir mehr Wasser. Warum hast du das nicht gemacht? 6½ hours later. Ja, warum? Easy, ich brauch Wasser. Ich brauch Wasser. Ich brauch einfach Wasser, weißt du? Day 2. Ich brauch Wasser. Du bist jetzt schon an deine Grenzen gekommen. Day 3. Easy, einer muss immer dem anderen Wasser geben, sonst verlieren wir Zeit. Hier. Also ist für mich absolute Horrorvorstellung von Ehe. Ich weiß nicht, ob es zu Hause auch so ist. Ich meine, ist klar, im Sommerhaus ist es immer eine Sondersituation. Dieses rausgewählt werden, das triggert unsere Psyche total. Da muss man sich immer wieder klar machen. Also vielleicht sind die zu Hause ganz anders. Aber also wenn die Ehe so läuft, wäre für mich, also würde ich lieber wirklich den ganzen Tag PlayStation spielen, allein sein. Ich denke, wofür? Wofür? Wofür braucht man dann eine Frau? Also, ich meine, die sind ja zusammen, ne? Und er müht sich da ab. Also, sie müht sich auch ab, okay. Aber die machen die Aufgabe ja zusammen. So, ist das jetzt nur seine Schuld, wenn es nicht läuft oder was, ne? Aber sie macht die ganze Zeit, hackt sie auf ihm rum. Und was man ja auch merkt, dass er immer zappeliger und nervöser wird. Ne? Man, er wehrt sich auch überhaupt nicht. Hat er wahrscheinlich schon aufgegeben. Und es wird dann immer schlimmer, weil sie immer mehr auf ihm rumhackt und er dann immer nervöser wird und immer weniger geregelt kriegt. Also, mir tut er richtig leid, muss ich echt sagen. Ich sehe, du denkst doch gar nicht taktisch. Du hättest erstmal sagen sollen, du bist ein grandioser Autofahrer. Feuchten mir erstmal das Auto überall mit Wasser. Warum denkst du denn nicht? Ich kann doch nicht an alles denken. Warum habe ich dich überhaupt hier mit? Warum bist du überhaupt hier? Wenn du dein Auto waschen willst, spritzt du doch erstmal den Dreck ab. Weißt du? Damit du die groben Dreck erstmal wegkriegst. Das kann doch mal. Ich weiß nicht, warum das einem da oben nicht einfällt und immer hinterher. Also. Ja, muss man eigentlich gar nichts zu sagen. Spricht echt komplett für sich. Es ist einfach krass, die hört überhaupt nicht wieder auf. Ja, jetzt kommen wir mal zu so einer positiven Aspekt, den ich auch in der ersten Folge gesehen habe bei dem Mario Basler. Irgendeiner muss halt den ersten Schritt da mal wieder machen, muss sagen. So. Ja. Komm mal, scheiße von mir. Vielleicht war es auch nicht scheiße von dir. Gib ihr das Gefühl, es war scheiße. Mach ich auch manchmal. Sag ich, ja, du hast recht. Sorry, du hast recht. Und ich habe meine Ruhe. Richtig, ja. Mhm. Was guckst du denn immer so unten raus, Madame? Was ist? Bin ein bisschen heiß. Finde ich gerade so sexy, wie du da so liegst. Komm, wir gehen ins Gestrüpp hier. Ich putze dich mal weg. 10 Sekunden. Oder ich dich. Das wäre auch mal was Geiles. Ja, er ist trotzdem, ich meine, man kann das oder man sollte das auch vielleicht ein bisschen toxisch finden, wie er sich, also jetzt im Sinne von toxischer Männlichkeit, absolut, weiß nicht, ich finde es absolut in Ordnung, aber es hat eben auch so einen positiven Aspekt. Er ist schon, das muss man immer so trennen, also er ist schon in seiner Polarität und man sieht auch, er hat nicht das Problem, dass seine Frau ihn nicht respektiert, so, ne? Und er hat auch nicht das Problem, dass da tote Hose ist in der Ehe. Also die haben, ich meine, die haben, er redet ja von mehreren Trennungen, das heißt, die haben irgendwo, weiß ich nicht, On-Off-Beziehungen. Gut, lassen wir jetzt mal so stehen, aber On-Off heißt auch immer überaktiviert und überaktiviert heißt eigentlich auch in aller Regel, ja, also viel, viel unter Umständen mehr Streit, aber eben auch gewisse romantische Spannung, die ja noch immer ist und das sieht man bei denen auch, das ist so ein bisschen, würde jetzt zu weit führen, aber das ist, wo man immer versucht,
sich so anzupassen. Also wie safe muss meine Beziehung sein? Aber auch noch so ein bisschen unsicher, dass noch ein bisschen Spannung bleibt. Und keine Ahnung, wie seine Frau das jetzt so einschätzt, ob sie damit happy ist. Aber irgendwie scheint es ja bei denen partnerschaftsmäßig, scheint ja auch irgendwas zu funktionieren, so sag ich mal. Das weißt du. Wie lautet das Substantiv von tolerieren? Was? Substantiv von tolerieren. Oh Gott, ich weiß es nicht, wie man dazu sagt. Überleg richtig. Wie lautet das Substantiv von tolerieren? Also tolerieren. Die Frage bezieht sich auf das Wort tolerieren, ja? Ich kenne das Wort Konstantiv, aber nicht so Substantiv. Ich habe noch nie gehört. Mehrzahl also. Ich weiß doch, was tolerieren bedeutet. Tolerieren. Aber ich verstehe die Frage nicht. Ja, das ist der berühmte Konstantiv. Das ist so geil, ey. Ich kenne nur Konstantiv. Ja, man fragt sich immer, ob das zur Ausbildung eines Reality-Stars dazugehört, dass man null Allgemeinwissen hat. Aber ich meine, bei ihr, sie hat wenigstens ungebrochenes Selbstwertgefühl, auch wenn sie, das ist ja bei ganz vielen, also auch wenn die mal nichts wissen. Und damit kommt man gut durchs Leben, ne? Muss man ganz klar sagen, weil die Menschen reagieren eher auf die Haltung, die man hat, als das, was du wirklich drauf hast, so. Und ich meine, Reality TV hat sie ja auch, ich meine, ich weiß nicht, wie viel hundertste Show das ist, in der sie ist, aber ja, aber so weiß nicht, so selbstbewusst muss man erstmal sein, ne, dass man so ein Konstantiv auf den Tisch haut, also echt. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Erik und seiner Katha. Das ist auch tagsüber, das ist bei uns im normalen Leben. Es gibt keinen Tag, an dem wir uns nicht streiten. Wie man sieht, die Streiterei fängt immer wieder an. Man redet sich immer wieder in Rage. Ja. Man denkt, man kann sich alles erlauben, aber lässt selber von der Partnerin lässt man sich nichts gefallen. Ich meine, für mich ist das, ich meine, da kann man jetzt tausend Sachen drüber sagen. Und die streiten sich ja auch wie die Kesselflicker und jetzt auch nach der Sendung noch. Und es ist halt, man kommt zusammen, es passt nicht und es hakt an allen Ecken und Enden und man triggert sich nur noch in einer Tour an. Es kann halt passieren, ne? Es kann passieren und ja, dann passt es halt nicht. Natürlich scheiße, wenn man dann in so einer Show ist und aber beide mischen da mit und man sieht immer mehr, also ja, das Katha wirklich, die sitzt ja echt am längeren Hebel, ne? Aber die lässt ihn immer wieder emotional aussteigen, geht so eine Opferrolle rein, sehen wir gleich auch noch mehr von und man merkt einfach, wie er da komplett dran verzweifelt. Ich meine, klar, er hat sie auch mit reingeholt und er hat ja auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber in der Insta-Story hat er gesagt, ja, dass sie eigentlich ein Fan im Grunde genommen ist, also er hat die kennengelernt auf einer Party von House of Dylan, wo sie als Fan eingeladen war und ja, hätte sie ihn gleich geküsst oder was? Oder ja, hätte sie ihn gleich geküsst und egal, aber können ja sich trotzdem gut gefunden haben. Und aber natürlich hat auch Mario Basler, kennt sich ja so als Deutschlands hervorstechendster Mansplainer, kennt sich natürlich auch in diesem Thema aus. Warum hat man jeden Tag ein bisschen Stress? Weil wir komplett unterschiedliche Meinungen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie willst du mit dir Stress kriegen? Wenn du natürlich 15 Fehler am Tag machst, dass sie aufregt, das ist doch klar. Das Problem ist, sie hat ein Talent dafür, mich dumm dastehen zu lassen. Oh, Erik. Es ist aber so. Ich habe noch nie eine Freundin gehabt, die mich so runtergeholt hat. Und was macht er? Er geht natürlich, also das finde ich wirklich krass. Er geht immer auf die Männer, ne? So, ne? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn er natürlich alles falsch macht, ne? Also Subtext. Ich bin der einzige Gorilla hier, ne? Ich bin der Chef. Und, aber es fordert ihn auch keiner heraus, ne? Da ducken sich da alle weg, leider so ein bisschen, ne? So, jetzt sehen wir mal so ein Meisterstück, wie sie ihn aussteigen lässt. Die Liebe sollte trotzdem kontinuierlich dabei sein, auch wenn wir streiten. Ist Hase. Aber ich fand vor dem Spiel, das fand ich alles wieder nicht ganz so cool, ja. Weil das Problem ist mit deinem. Sie versteht nicht, dass es hier nicht ihre Freunde sind. Hier geht es am Ende des Tages darum zu gewinnen. Und wenn dann die Nominierung. Komischerweise hält jeder von denen mehr zu mir als mein eigener Freund. Katha, was machst du denn?
Hör doch mal auch auf, mir die ganze Zeit so dazwischen zu reden, wenn ich gerade rede. Dann red alleine, dann gehe ich aus dem Bild raus und dann redest du bitte alleine. Nein, Katha, du hast Sachen. Katha, setz dich mit dir hin. Warum? Damit du das auf der Kamera festhalten kannst, wie ich da heule. Das meine ich. Und ich stehe im Endeffekt immer wie der Böse da. Warum bist du auch der Böse? Du lügst doch auch. Du machst mich im Endeffekt schlecht. Erik, du bist schlecht, ganz ehrlich. Komm, sag, was du willst. Ich warte hier. Ich sag zu allem Ja und Abend. Sprich dich aus, hör mal. Sie hat vor mir auch mit einem Prominenten. Sie hat 3 Jahre lang einen Prominenten am Arsch gegangen. Geht auf Promi-Partys. Hat mich sozusagen dann auch irgendwie abgeschleppt. Was musst du denn jetzt schon wieder Geheimnisse hier ausplaudern? Wieso kommen wieder Geheimnisse ans Licht, Katha, Erik? Du hast gern und aber. Erik, du hast ein Aggressionsproblem, ganz einfach. Ich glaub's nicht. Also es ist einfach höchste Kunst, muss ich sagen. Er macht nur einen Fehler, dass er überhaupt noch mit ihr kommuniziert, weil alles dreht sie ihm um irgendwie. Aber was soll er auch machen? Er ist in der Sendung er will auch nicht irgendwie klein beigeben, weil er merkt, glaube ich, das Einzige, was er machen kann, ist eigentlich gehen so. Und das will er nicht. Will sich auch nicht von übermangeln lassen und sagt dann halt immer wieder, ja, das hat mich jetzt aber gestört. Und darauf reagiert sie jetzt nicht unbedingt konstruktiv. Ich meine, er reagiert auch nicht mal konstruktiv, aber das ist schon richtig, also das finde ich so toxische Weiblichkeit, wenn wir schon von toxischer Männlichkeit reden, Weggehen, heulen und jetzt hat mich wieder zum Weinen gebracht und also ganz schlimm und er hat schon recht, er steht wie der Arsch da. Ich meine, das ist, mein Gott, das ist alles menschlich und kein Drama irgendwie, aber ich glaube, er muss sich auch keine Sorgen machen, weil was ich so höre, wissen das, glaube ich, Leute schon einzuschätzen. Aber ich finde das echt nicht fair, wie sie das macht, ne? Muss ich echt sagen. So, jetzt sehen wir erstmal wieder den Frauenkreis. Denn natürlich, wie das so oft ist in unserer Gesellschaft, wenn die Frau weint, dann ist sie natürlich das Opfer. Kontinuierlich fertig. Dann ist er nicht der richtige Mann für dich. Schau mal, der weiß ja ganz genau, was er für Fäden ziehen muss, damit du so aussiehst. Da steht er hinter dir. Ja, aber deswegen, du musst halt dann auch mal irgendwie Kontra geben. Und das tue ich, ja. Katha, ich hab dir auch, und da kannst du auch ganz ehrlich sein, ich hab dir ganz oft gesagt, dann müssen wir eben getrennte Wege gehen. Wir machen das danach öffentlich, ist kein Problem. Dann zeigen wir alle unsere Beweise, bumm, legen wir alle hin. Und dann können wir gucken und dann kann jeder entscheiden. Warum musst du denn schon wieder etwas öffentlich machen? Dann erzähl doch aber keine Lügen. Warum, das ist es schon wieder, was ich sage. Warum die Öffentlichkeit? Das ist unsere private Beziehung. Katha, weil du Lügen erzählst über mich. Und er manipuliert dich, bla bla bla, er manipuliert sie überhaupt nicht, ja, die haben sich beide, haben die so ein Ego-Ding rausgemacht, wollten beide in eine Fame-Sendung gehen, drauf geschissen, machen Menschen halt, würden wahrscheinlich ganz viele machen, aber wo manipuliert er denn hier? Null, also ich finde ihn wirklich ziemlich straightforward, vielleicht gefällt einem nicht alles, was er macht, aber er manipuliert nicht, aber sie schon, finde ich, ne, also ich meine, das kann man jetzt nicht so 0-1 sagen, aber er kommt da immer mehr ins Hintertreffen und jetzt hat er noch die Frauen gegen sich, weil sie natürlich weint und boah, das kann einen schon hart triggern, aber das Beste kommt noch. Ey, das ist bei euch gerade echt Endstufe, ne? Mhm. Also wir machen beide Schluss, dann ist scheißegal. Das meine ich gerade, das merkst du. Ihr fahrt euch immer mehr genau, in die Wand. So, jetzt sagen alle, ihr seid in einer toxischen Beziehung, ja, okay, ne, wunderbar. Die Arme, die nimmt so Schaden und ach, jetzt ist sie im Fernsehen und was man natürlich alles vorher weiß. Ich meine, wir wissen ja auch, was da passiert in diesen Folgen, aber gut, egal. Jetzt sagt er eigentlich das einzig Vernünftige. Er sagt, du, weißt du, wenn ich so schlimm für dich bin, dann lass uns das hier noch geordnet zu Ende bringen und dann gehen wir auseinander. Und was macht sie? Deswegen. Herzlichen Glückwunsch, Erik. Im Fernsehen Schluss gemacht. Das ist sogar ein Katha, jetzt, für dich. Katha, hör doch mal auf. Du weißt es doch. Was heißt Fernsehen Schluss gemacht? Mhm. Erik. Jetzt trennt sich auch noch im Fernsehen, du Schwein. Also das, und so geht das die ganze Zeit. Ne? Er versucht einen Ausweg zu nehmen und den nimmt sie ihm wieder. Und da kannst du eigentlich nur, da kannst du nur verlieren. Ne? Was willst du dazu sagen? Ne? Also alles, was er macht, ist aggressiv oder ist manipulativ. Und das ist leider auch, was ich häufig, muss ich ehrlich gesagt sagen, sehe ich auch häufig. Natürlich, ich kriege jeden Tag E-Mails von Frauen, die wirklich unter die Räder kommen, aber das ist auch eine Art, wie Männer, also er ist jetzt kein Unschuldslamm, aber wie Männer unter die Räder kommen, dass eine Frau wirklich, ja, also ein Mann komplett hier zumindest in dieser Sendung aussteigen lässt und wenn dann andere dabei sind, fängt sie an zu weinen und ist dann immer, ja, ist immer das Opfer und finde ich ganz gut, dass man das hier mal
so sieht. Und das, also mich triggert das echt hart an. Wie seht ihr das? Schreibt es gern in die Kommentare, was wie ihr das so seht. Und wir sehen uns zur nächsten Show wieder. Ciao, ihr Lieben.